Hallo! Hi! Ich fahre schnell schon zum Bahnhof. Das würde ich Briefkasten sagen. Stopfe ich dich mal rein. Okay. Fahre ich schnell zum Bahnhof, dann fahre ich weiter zum McDoof. Dann fahre ich mal zu den Frankenfreaks. Da ist so Event tief tanken. Müssen wir mal angucken. Heute Abend steht das Essen auf dich. Vergiss es, du bist doch heute Abend nicht da. Sagt wer? Ich? Sag ich, du bist heute Abend nicht da. Wenn sie dich aus dem Zwinger nicht rausgelassen haben. Die haben sie in den Hof dann eingesperrt und ins Tierheim gebracht. Ja. Doch. Ja. Doch, doch. Ja. Also, ich fahr zu den Frankenfreaks. Das ist hier bei uns gleich ums Eck. So ein Treffen, da wollte ich mal hin, weil ich mal gedacht habe, das ist wirklich nah. Wir haben nur mal kurz auf der Autobahn, mal kurz durchgedrückt und schon muss man wieder bremsen. Stimmt. Naja. Ist am Tiersheimer Autohof. Ist gar nicht weit. So. Und zuvor fahre ich mal McDoof, denn ich habe echt Hunger. Also McDoof, McKotz, McSpy. Was gibt's noch alles? McÜbel. McÜbel. Weil. Also ich habe heute noch nichts gegessen und du so? Außer die Schokobonbons im Stream, wenn man Nein, die mal nicht mitrechnen. Nein, nicht. Aber was du machen könntest, du könntest eventuell nach dem Treffen, wenn du noch Bock hast, auf ein Bier rausfahren. Ich hab grad nicht. Rausfahren? Dich aus Hof holen oder was? Nein, nett holen. Rausfahren. Kann man auch mal wieder was machen. Du musst auch mal wieder was machen. Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß. Pass auf den alten Mann auf. Ja, gib dir gleich, alter Mann. Gib dir gleich, alter Mann, so. Halt, ja, mach ich dann. Tschüssi. Tschüss. Also vielleicht sollte ich mein Auto zuvor nochmal aufräumen, aber egal. So. Wir fahren jetzt mal hin. Ich mach mal kurz vielleicht die Fenster zu. Nicht, dass die Luft da euch ein bisschen ärgert. So. Fahren da jetzt mal hin. Gucken mal ein bisschen doof. Und schauen wir mal, was wir da wegen machen. Und ja, ich würde sagen, bis gleich. So Leute, ich bin gerade nur kurz noch mal an der Seite rangefahren, weil ich euch vergessen habe rauszutun. So. Wir waren jetzt dort. Ich habe nichts mit dort gefilmt, weil da war echt die Hölle los und überall sind sie rumgelaufen. Und das wollte ich auch nicht unbedingt dann immer mit der Kamera in der Fresse und auf die Autos. Na, da reagieren manche vielleicht ein bisschen zickig. Machen wir mal nett. Oder ich hatte dann nicht so Lust. Ich habe euch im Handschuhfach gehabt. So. Wir haben 21 Grad. Fahren jetzt auf der Autobahn drauf. Wieder nach Hause. War aber echt cool. Ich kann euch ein, zwei Bildchen mal reinschmeißen mit. Also da gab es schon echt schöne Autos mit. Auch nicht so. Also ich sag mal, sehr viele Golfs waren mit da. Das ist klar irgendwie immer. Da gibt es davon immer genug. Aber ich meine, so richtige Schmankerl. Einen alten Cadillac habe ich gesehen. Einen richtig schönen. Ein Lambo war da. Ein Lambo, ein alter Ford Probe und. Da waren etliche Sachen da. So. Aber. Eigentlich war es auch nur rumlaufen und Autos gucken. Mehr war es gar nicht. So, Tempomat rein. Ich hoffe, ihr hört mich noch einigermaßen. Helfen die hinteren Fenster irgendwas? Ja, ein bisschen. Ich hoffe, ihr hört mich noch einigermaßen. Es war ganz cool, da mal hinzugehen. Aber, naja, ich bin jetzt seit 2 Stunden dort gewesen, hab mir das alles ein bisschen angeschaut. Ich hoffe, ich kann die Stelle nehmen, Mann. Ich war jetzt 2 Stunden dort. War echt ganz cool eigentlich. Die Autos, die man wegen sieht, ich habe ein paar Ideen für meinen gekriegt, was ich da noch wegen machen könnte oder was ich da, in welche Richtung ich will.
Aber ich habe einen Ford Focus CC. Da ist die Auswahl nicht so groß wie jetzt bei VW, BMW. Da gibt es ja schon vieles von der Stange im Grunde, kann man sagen. Für den leider noch nicht so extrem. Oder nicht so extrem. Ich muss erstmal gucken. Aber ich denke, da finden wir schon ein bisschen was und können auch irgendwas draus machen. Spoiler, habe ich ja schon einen. Aber mehr auch noch nicht. Mehr habe ich noch nicht gefunden, was mir gefallen hat bis jetzt. Die Felgen, die sind immer so dahingestellt, das ist ja schnell gemacht. Da hat man eh genug Auswahl. Aber ja, Bodykit-mäßig habe ich halt noch nicht wirklich was gefunden, was zusammenpasst und mir gefällt. Ich habe ein gutes gesehen gehabt, aber die Heckstoßstange aber nicht gefallen gehabt. Und so an sich hat es echt stimmig ausgeschaut. Jetzt muss man echt gucken, was ich damit mache. Weil sonst, wobei ich sagen muss, ein paar Ideen für die Serie habe ich oben vorne. Dass ich es vielleicht nur einen Ticken verändere und so im Großen und Ganzen Serie lasse, habe ich auch schon überlegt. Aber muss ich mal gucken, was ich da ein bisschen finde. So, wir sind eh schon wieder fast zu Hause. Ich sage ja, das war für mich ein Katzensprung, da mal hinzufahren. Gibt es aber andere Sachen, wo ich dann das ja auch immer unbedingt mal hin will. Müssen wir mal gucken. Alter, ich hoffe so sehr, dass ihr mich hört und ihr mich versteht. Weil sonst ist es echt blöd. Weil sonst habt ihr ja nichts davon. Ihr seht ja nur, wie ich den Mund bewege. Aber ich muss jetzt noch ein Minütchen quatschen oder so. Weil da vorne ist ein Tunnelchen und ich wollte ja mit euch mal in ein Tunnelchen durchfahren, wenn da mal das Dach offen ist. Das hatte ich ja schon mal vor. Allein um Sean wieder glücklich zu machen, habe ich das vor. Und übrigens, über zuvor da unten ist noch die McDoof-Tüte. Da sind auch noch zwei Stück drin. Zwei Käseburger. So. Hier das 130-Schildchen schon. Jetzt ist der Tunnel nicht mehr weit. So, da muss man echt aufpassen. Jetzt werden wir hier langsam, beziehungsweise ich bremse. Da muss man echt aufpassen, denn hier blitzen sie übelst gerne. Da blitzen sie sehr gerne hier. Sehr, 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 sehr gerne. Ich bin zum Glück noch nicht geblitzt worden an der Stelle. Ich bin an sich eigentlich nur zwei, dreimal geblitzt worden bis jetzt. Und meistens nichts Tragisches, wo ich mal einen Zehner zahlen muss. Bis auf eine Sache, aber das hat mich sehr geärgert, weil da die Bearbeitungsgebühr dreimal so hoch war, wie die Strafe eigentlich. Da hat mich die Stadt Markleuten geblitzt gehabt. Da war ich pisst, Alter. Da war ich richtig pisst. Die Strafe war immer so teuer. Ich glaube 35 Euro oder sowas. Und ich habe 90 Euro Bearbeitungsgebühr gezahlt gehabt. Alter, da war ich echt pisst. Da war ich wirklich stinkig. Ich würde mal sagen, wir machen mal die Fenster wieder runter. Weil nach dem Tunnelchen, glaube ich, werde ich eh Tschüss sagen. Ich mache auch mal die Seitenfenster runter. Schon ein bisschen, ne? Da geht schon. Aber er ist noch nicht fertig. Ich habe da noch so viele Ideen, aber mir fehlt halt das hier. Das fehlt mir ein bisschen dafür. Leider, leider. Aber das kriegen wir doch alles hin. Das kriegen wir doch alles hin. So, hier fahre ich schon wieder heim. Hier ist die Ausfahrt, wo ich runter muss. So schnell geht das. Ey, ich muss mir mal echt selbst den Tunnel anhören, wie der klingt am Mikro. Auf dem da oben. Ich hoffe, der klingt ganz gut. Alter, der Cadillac hat mir gefallen. Vor allem der Motor drin war, muss ich auch sagen. Ich werde vielleicht mal irgendwo da Bildchen einblenden, mal schauen. Ich habe da ein paar oder ich hänge sie hinten dran, keine Ahnung. Schauen wir mal. Na, die Sonne blendet, der war richtig scheiße. Kommt da was? Da kommt nichts. Und
abbremsen, da ist schon die Stadt. Also ich muss ja ehrlich sagen, die Einfahrt hier, da fährst du mittlerweile durch die Spurrillen schon wie auf Schienen. Schon wirklich wie auf Schienen. Aber, meine Damen, meine Herren, hier ist eine rote Ampel, das ist doch perfekt, da kann ich dann auch schön Tschüss sagen und alles. Also Leute, ich hätte euch gern mitgenommen, aber irgendwie ist es doch ein bisschen komisch, wenn man da mit der Kamera rumläuft, zumindest für mich noch. Es ist nicht böse gemeint, ich hätte euch da echt gern mitgenommen, aber ich fühle mich da echt blöd irgendwie dabei. Aber vielleicht ist der kleine Gequatsche hier für euch ein bisschen ein Trost und das Tunnelchen vielleicht. Wir sehen uns im nächsten Vlog und damit verabschiede ich mich für euch. Oder von euch. Und tschüss.